Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Und wir sind ja hier gerade in unserem komischen Büro und ich wollte dir sehen und in der letzten Folge ist uns ja leider hier irgendwie das abgebrochen. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal, ob wir das Dias gucken können, was wir gefunden haben. Mal googeln. Ja, jetzt geht's. Der Brand, ne? Wir können mit Kidman noch reden. Wach, Kidman? Kein Frieden für die Ruchlosen. Was gibt's? Ich kann nicht glauben, dass Lily noch lebt. Das Feuer. Lily ist nicht im Feuer gestorben. Das weißt du jetzt. Sag das meinem Hirn. Und den Albträumen, die mich seit Jahren heimsuchen. Warum sie? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt. Warum meins? Ich weiß es nicht, Sebastian. Mobius hat Lily entführt, lange bevor ich dabei war. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle, aber vielleicht siehst du ein Muster, weil du es willst. Weißt du, manche Verbrechen passieren einfach, ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nein, das kann ich nicht glauben. Wie auch immer, das Feuer ist eine Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Es war nicht deine Schuld, dass es dazu kam. Und du hast Lily nicht deswegen verloren. Vergiss das nicht. Ja, ich frage mich auch, warum war. Ach, guck mal, hier hätten wir auch mit Kidman reden können. Machen wir mal. Ich hatte es beim letzten Mal nicht gemacht. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Okay, also immer wenn man Dias bekommt, kann man sich hier was anhören. Von Kidman. Oh, was haben wir da? Hast du mir das gebracht, Mietzi? Danke, ja? Kätzchen. Oh, danke. Na gut, hätte mehr sein können. So, also pro Dias kriegen wir irgendwie so ein grünes Zeug, ja? Hier ist bestimmt nichts weiter passiert. Warum stelle ich mir denn hier nicht einen Batzen Munition vor? Ist ja alles meine Einbildung. Kann ich doch sagen, Mann, ich habe einen ganzen Schrank voller Munition. Hier gibt es ja nichts weiter, ne? Schade eigentlich. So, also wir müssen auch öfter mit Kidman reden. Gut zu wissen. So, 130 Waffenteile, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber Herstellung von Munition ist erstmal ganz toll. So, 5 Stück können wir machen. Nicht die Welt, möchte ich sagen. Achso, wir brauchen dafür auch immer Schwarzpulver, ja? Okay. Na gut. Waffen verbessern könnten wir machen. Aber uns fehlen hier diese verbesserten Teile, ne? Da könnten wir noch was machen, da könnten wir auch noch was. Was ist das denn? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Was ich gar nicht so toll finde. Oh, hier können wir ja auch was machen. Reichweite. Okay, Ladezeit. Rauchbolzen, Schockbolzen, Harpunenbolzen. Erhöht den Schaden. Finde ich gut. Machen wir. So, Reichweite wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Ja, fehlen uns wieder 5. Hätte gerne ein bisschen weiter geschossen. Na gut, geht nicht. Schockbolzen. Gut, können wir uns eh nicht leisten, aber wäre ganz interessant gewesen. Ladezeit. Na komm, holen wir uns das noch.
Ist ja nicht schlecht, wenn es ein bisschen schneller geht. So, das haben wir. Und dann gucken wir mal, ob wir uns noch ein bisschen Gel einpfeifen können. 6700 haben wir wieder. Können wir mal gucken, ob wir uns verbessern können. Detective Castellanos. Ja. Immer ein Vergnügen. Es ist auch immer ein Vergnügen, dich zu sehen, Tatjana. Können wir mit dir reden? Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Nee, ich versuche ja hauptsächlich... Wir haben Schlüssel gefunden. Und ich will meine Aufgabe entfliehen. So. Was nehmen wir denn? Hier, wa? Erste Hilfekoffer. Toll. Freue ich mich. Ich hätte mich gerne auch über Schießpulver gefreut. Oder Schwarzpulver. So, 6000 haben wir. Was wollten wir machen? Gesundheit hätte ich gerne nochmal gelevelt, wa? Oh. Hätte ich gerne. Aber wir machen erstmal Athletik, ne? Damit wir so ein bisschen schneller wegrennen können oder länger wegrennen können. Was waren bei List? Deine Schritte verursachen noch weniger Geräusche. Finde ich auch cool. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um die Ecke heraus ausführen, okay? Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Finde ich auch gut. Machen wir erstmal Gitter. Und dann können wir uns noch das leisten, oder? So, Leertaste, Deckung in der Nähe der Wand, Schleichangriff, wenn das Schleichsymbol kommt. Okay, könnte vielleicht helfen. Und wir sind noch leiser. Gut, aufstehen. Ah. So, er hat jetzt gespeichert, ich würde es aber trotzdem gerne nochmal richtig abspeichern wollen. Bevor wir hier wieder rausgehen und irgendeinen Bug haben. Geht hier zufällig eine Tür auf? Nee. So, dann muss ich echt mal probieren, entweder zu treffen oder halt weniger zu schießen. So, annehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ob wir da hinkommen, wo wir weggereist sind, oder... Wir sind auf jeden Fall da, wo wir weggereist sind. So, dann könnten wir in Stem wieder rein, ne? Oder hier ins Mark oder... Mark war das, ne? Ja. Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Oder wir können nicht ins Mark. Aber schön, dass wir hier waren. So, was haben wir hier? Noch einen Toten und da ist auch ein Toter. Aber da war ja nur richtig Alarm, ne? Hier sind wir nicht reingekommen, ansonsten haben wir alles. Na, dann werden wir mal sehen, dass wir da hinkommen. Ich spüre die Stimme des Mädchens auf. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Ach, meine Nase. Oh, hier ist alles ruhig. Finde ich sehr, sehr schön. Da hinten ist diese komische Kreicherin. Aber wir müssen jetzt erstmal da lang, ne? Nein. Wir müssen da lang. Achso, zeigt er gar nicht an. So. Mhm. Fällt mir ja weniger. Wenn da hinten so ein Vieh rumläuft. Aber wir müssen sowieso zum Mädchen, ne? Also der Stimme des Mädchens. Oh, hier sieht mich ja keiner, ne? Gucken wir erstmal. Hier ist alles frei, oder? Ist ja blöd. Oh,
War hier nicht auch der, der die ganze Zeit gegen die Kisten gehauen hat? War das nicht dahinter? Aber da ist ein Zaun, ne? Durch das Gebüsch durch, ja. Da haben wir doch jemanden. Bitte ganz viel Munition. Das wäre echt super. Aber wahrscheinlich nicht. Schießpulver. Oh, da oben ist das Mädchen, oder? Wahrscheinlich da oben in diesem Pitstop. Wenn wir da hinkommen. Da unten ist ganz schön Bewegung. Schleichen wir uns mal hier oben lang. Sehr ruhig hier hinten, ne? Und die Welt zerbricht immer mehr. Wie kommt man da jemals hin? Und bleibt man da denn auf dem Boden oder rutscht man runter? Oder darf man da gar nicht hin? Zurück schleiche zum Pitstop. Weil wenn da das Mädchen ist, ist da bestimmt auch noch andere Sachen. Oh, Arztkoffer haben wir voll. Toll, dass wir den gewonnen haben gerade. Aber wenn wir ihn brauchen, wissen wir, hier oben liegt einer. Überall raschelt das hier. Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Nichts weiter. Da hinten rennt irgendwas. Das sieht uns hier nicht. Das ist sehr gut. Mein Problem ist nur, wenn wir flüchten müssen, ist da unten alles voll, wa? Oh. Okay, hier ist das Mädchen irgendwo. Super, dass er mir das anzeigt. Da vorne ist eine Reflexion. Gut, da gehen wir gleich mal hin. Ich will nur mal kurz hier hinter gucken. Erstmal die Lage abchecken. Aber hier scheint es relativ ruhig zu sein. Finde ich sehr schön. Frage ist nur, wie es da vorne aussieht. Na gut, ein bisschen Munition haben wir ja jetzt. Was war das denn? Möchtest du wissen, was da war? Oh, die rennen jetzt alle dahin. Auf jeden Fall, da war eine Explosion. Gut. Haben wir vielleicht das Glück, dass da alles frei ist. Da ist ein kleines Mädchen, ne? Hab ich doch gerade gemacht. Was zur... Vor allem gut, dass er sich dabei hinstellt. Kann ja nicht schief gehen in der Welt hier. Ich denke mal, wir müssen ihr folgen, oder? Sind die von Lily? Auf jeden Fall sind es Fingerabdrücke. Wenn es nicht Lilly ist, dann sind wir gleich tot. Ja, nun mach doch auf hier. Lilly, bist du hier? Ich bin's. Wahrscheinlich alles, aber nicht Lilly. Sehen. Sieht gerade so schön retro aus. Ah, Fußabdrücke, dem müssen wir wahrscheinlich folgen. Ey, ich hab ja nicht so gute Gefühl dabei. Lily, alles gut. Ich bin's. Man sei nicht so laut. Verdammt. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Ja, schön, dass du darauf guckst. Habe ich auch schon gesehen. Wir schieben das hier einfach zur Seite.
Dann gehen wir in Crouch-Modus und sterben. Ich hätte erstmal reingekickt, ehrlich. Keine Lilly da. Was haben wir da? Eine Puppe. Ihre Puppe. Lilly war hier. Ach, sie konnte durch die Tür. Ach, die hat abgeschlossen. Toll. Lilly. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Wir waren gerade auf der Rückseite. Kann man da auch hoch? Nee. Lillys Puppe erhalten. So, sonst ist hier nichts weiter, wa? Außer ein bisschen Kaffee. Oh, das ist ja eine schöne Kanne. Oh. Da kommen wir nicht mehr durch, wir müssen jetzt hier durch. Ist mir echt zu ruhig. Das ist mir echt zu ruhig. Kann man hier ein bisschen Geld mitnehmen? Nee. Ich hab's ja ahnt, dass da irgendwas ist. Können wir das Fenster mal gucken? Können schon, aber da sieht man nichts. Kann man hier vielleicht sogar raus? Nein. Können wir nicht. Wir müssen die Tür nehmen. Leise. Kann ich jetzt einfach so auf die Rückseite gehen? Ich schleiche. Ich traue hier keinen. Aber ich war doch gerade auf der Rückseite. Hätte er das nicht sehen können gleich? Also, Lilly, wo bist du hingelaufen? Ja, wo bist du denn hingelaufen? Aua! Ja, wo ist er nun hingelaufen? Was zur... Noch ein Signal. Gut. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Wo bist du? Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Willst du mich verarschen? Okay. Okay, dann werden wir das probieren. Erst mal dahin los. So, mal kurz Luft holen. Oh Gott, ist da gekommen, oder? Da. Da sind irgendwelche Viecher. Und die scheinen recht schnell zu sein. Na gut, dass sie mich nicht gleich gesehen haben. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Toll, dass man die jetzt nicht mal mehr sieht.
Sowas mag ich. Okay, hier runter. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir mal zum nächsten Geräusch von Lilly gehen. Mal sehen, was uns da wartet und ob wir den Viechern jetzt entgehen können. Weil ich würde gerne noch ein bisschen Munition sparen und mal gucken, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Euch hat es gefallen, hoffe ich auch. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.